Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Zelda Ocarina of Time. Ja, nach unserer netten Fallzucht, ich hoffe nach unserer netten Fallzucht, dass das jetzt nicht mehr so oft vorkommt, ja, müssen wir halt wieder hoch ins Labyrinth. Wunderbar. Nein, da kommt ein Steinchen. Wir haben keinen Schlüssel, also müssen wir da lang. Dass ich den Tag noch erleben darf. Wir haben es geschafft. Und wir haben die Labyrinthkarte. Perfekt. Jetzt nur nicht wieder runterfallen, denn wir müssen jetzt zuerst noch der anderen Seite wieder. So. Ab wieder ins Labyrinth. Jetzt fehlt nur noch der Kompass. Ich habe aber trotzdem immer noch keinen blassen Schimmer, wo wir lang müssen. Ah! Da gibt's noch einen Schlüssel. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Da du mich befreit hast, verrate ich dir ein Geheimnis. In diesem Tempel gibt es Türen, die dich beim Versuch, sie zu öffnen, erschlagen. Sei gewarnt. Besitzt du das Relikt der Goronen, kannst du sie zerschmettern. Okay. Zwar nicht das Relikt, aber dafür einen Schlüssel. Den haben wir nämlich gebraucht. Ach, verdammt. Ja, geh mir aus der Bahn. Jetzt können wir nämlich da die Tür öffnen. Vorausgesetzt, wir schaffen es wieder rüber. Geht doch. Oha. An die Stelle erinnere ich mich. Oh.
Okay. Müssen wir da nicht vorher... Ah nein, stimmt, wir müssen da hin. Wir müssen uns noch einen Schlüssel besorgen. Ja, nein, nicht jetzt, Navi. Ja. Navi, du nervst. Ah, jetzt sind wir wieder da, wo wir die ganze Zeit wieder hoch mussten mit dem Schalter. Das können wir jetzt getrost überspringen, sollten wir wieder runterfallen. Denn jetzt haben wir den schnelleren Weg nach oben. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Hab Dank, du bist mein Retter. Höre meinen Ratschlag. In diesem Tempel wirst du auf Kreaturen treffen, die dich attackieren, während sie tanzen. Gegen Pfeile sind sie immun. Finde das Relikt der Goronen und du wirst auch diese Gegner bezwingen. Ja, wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich an die gleichen denke wie er, dann nicht nur das Relikt der Goronen, sondern auch Bomben können da auch was ausrichten. Aber ja, das sind nervige Kerlchen. Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Als Dank für meine Befreiung verrate ich dir etwas. Findest du auf der Karte einen Ort, den du nicht erreichen kannst, versuche es mit der Ocarina. Und damit haben wir zwei Schlüssel. Damit wären wir hier eigentlich fertig. Und müssen jetzt eigentlich nur noch... Ich hasse diese Stelle. Okay. Warum habe ich gerade eine Bombe? Kann mir das mal jemand erklären? Ich kann mir das selber kaum irgendwie erklären.
Dreh dich. Diesmal nicht. Oh, okay. Ich dachte immer, man muss... Ja, gut. Ich dachte immer, man muss da... mit dem Enterhaken rüber. Fail. Okay, und damit wären wir auch schon am Ende unseres heutigen Let's Plays angelangt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ihm einen Daumen nach oben. Teilt fleißig. Über Kommentare würde ich mich auch freuen. Und ja, wenn ihr weitere solcher Videos sehen wollt, wäre ein Abo auch ziemlich cool. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ich bin Super Slate, euer freundlicher, saarländischer Let's Player von nebenan. Tüdelü!